Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren CATIA-Tutorial. Heute wollen wir uns mal die Image-Funktion von CATIA anschauen. Es ist eine sehr, sehr praktische Funktion, um wirklich hochauflösende Fotos mit individuellem Hintergrund zu erstellen. Sehr, sehr nützlich beispielsweise, um irgendwelche Portfolios darzustellen, um irgendwas zu präsentieren, also optisch einfach darzustellen. Ich nehme jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ein Objekt aus meinem Generative Sheet Metal Design oder aus meinem Sheet Metal Design Tutorial und will jetzt einfach nur mal ganz schnell hier nochmal ein Material definieren und dann zeige ich euch mal die Funktion. Genau, ich wähle jetzt einfach mal Aluminium aus, füge das Material hinzu und jetzt wählen wir uns einfach mal hier eine gewisse Ansicht aus, die vielleicht gut aussieht. Dann wird diese Ansicht. Hier sieht man es ganz gut. Und was ich jetzt mache, ich gehe einfach hier auf Image Capture und kann jetzt hier über diese Toolleiste erstmal den Bildschirmbereich beispielsweise auswählen, den ich aufnehmen möchte. Genau, wähle ich einfach im Prinzip mit dem Pfeil den Haken aus. Dann kann ich jetzt hier noch auf Options gehen. Ihr habt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Pixel, Vektordarstellung etc. Ich will jetzt einfach mal hier die Pixeldarstellung auswählen und wähle dazu erstmal einen weißen Hintergrund, dann Anti-Aliasing, das ist eine Art Kantenglättung und dann gehe ich jetzt hier eben wie gesagt auf bei der Rendering Quality auf Customize. Das heißt, ich kann mir das jetzt Benutzer definiert festlegen. Dann kann ich auf More gehen und hier will ich jetzt einfach mal eine extrem hohe Auflösung wählen. Und hier kann ich jetzt beispielsweise meine Auflösung wählen. Ihr seht hier also die Pixelbreite, Höhe, Skalierung etc. Was ich euch immer empfehlen würde, wenn ihr jetzt eine sehr hohe Auflösung braucht, dass ihr hier beispielsweise die Auflösung verändert. Wir können das jetzt mal beispielsweise auf 500 Pixel wählen. Das ist eine sehr hohe Auflösung schon. Gehen auf OK. Gehen ja auch auf OK, bestätigen das alles und nehmen das ganze Bild auf. Hier haben wir einen kleinen Preview und können dann das Bild schon speichern. Ich werde jetzt einfach mal hier das JPEG Quality wählen. Ihr könnt auch andere nehmen, zum Beispiel das BMP. Oder was auch immer, aber JPEG in High Quality ist, sieht immer ganz gut aus. Ich nenne das jetzt einfach mal um, nenne das Image, speichern und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Das ist im Prinzip das Bild, was ich jetzt gerade gespeichert habe und die Auflösung ist schon ganz okay. Das war jetzt nur ein ganz kurzes Beispiel, um euch einfach mal zu zeigen, wie man in CATIA ein Foto schießt mit weißem Hintergrund, mit der Kantenglättung und ihr könnt hier einfach auch mal mit der Pixelanzahl spielen. Da kann man extrem hohe Qualität erzeugen bei den Bildern, allerdings wird die Dateigröße dann auch sehr schnell sehr groß und die Dokumente, beispielsweise PDFs oder wo auch immer ihr das eingebunden habt, werden dann natürlich auch entsprechend schnell sehr groß. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt, schreibt es mir einfach drunter. Wenn ihr ein ausführliches Video wollt, beispielsweise auch zum Rendering an sich, lasst es mich wissen. Bis dahin, ciao.